So, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Pokémon. Nein, halt, hier war schon richtig. Achso, ja, wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen mal was vorbereitet. Die gelbe Edition, obwohl ich noch nicht mal weiß, wie lange die überhaupt gehen wird, wird nicht die einzige sein, sondern wenn wir da irgendwann mal mit der durch sind, es gibt quasi drei Generationen. Es gibt die erste Generation, die bleibt aus Pokémon Blau und Rot mit der Special Edition Gelb. Dann gab es später, oh jetzt muss ich überlegen, Gold und Silber. Dafür die Special Edition ist dann die Kristall, die spielen wir deswegen dann nach der gelben. Und dann gab es Rubin und Saphir. Genau, doch, Rubin und Saphir. Und von deren ist quasi Smaragd, die Special Edition. Und deswegen spielen wir die quasi auch in der Reihenfolge durch. Und ja, ich spiele nur die Special Edition, weil die normale Edition ist inhaltlich, außer bei der gelben Edition, nicht ganz so weit veranlasst, denke ich mal. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, alle Pokémon-Spiele durchzuspielen, deswegen spezialisiere ich mich auf die Special-Editionen. Ja, ist halt so. So, lange Rede gar keinen Sinn, wir legen mit direkt mal weiter los hier. Dankeschön. So, wir waren gerade im Pokémon-Center und jetzt quatschen wir mal einfach alle Leute hier einfach an. Mit wachsender Erfahrung lernt Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann ihnen jedoch nur ein Trainer beibringen. Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn sie verletzt sind oder schlafen. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie, doch mit einem sogenannten Meisterball. Aber ja, das kommt wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann erst viel später. Hier gibt es nur... Hier gibt es nur wenig ernsthafte Pokémon-Trainer. Aber Rocco, der Arenaleiter von Rubin CD, versteht sein Geschäft. Scheiße, wir haben direkt hier Rocco. Ich guck mal kurz auf unsere Pokémon und fang an zu kotzen. Das wird nie im Leben was. Okay. Gut, folgendes. Du kommst mal ganz runter. Und du kommst mal auch runter. Und ich würde mal sagen, wir trainieren erstmal die beiden hier, vorzugsweise Raupi. Weil Raupi hat in Gestein am meisten Chancen. Das heißt, wir müssen jetzt Raupi echt hart trainieren. Ich bin gerade mal überlegen, ob wir das hier machen. Ich meine, hier in dem Bereich gibt es halt Saftkorns. Und Saftkorn sind halt schon echt geil. Aber bei denen kann man halt echt gut trainieren. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier. Ja, das war ein Raupi. Raupi ist jetzt nicht ganz so prädestiniert für Training. Da wechseln wir direkt mal zu Pikachu. Pikachu, ich will dich! Ach, mein Pikachu schafft immer noch gewandelt. Das ist aber traurig. Raupi halt 18 und 18 jeweils. Pokémon. So, wir müssen nicht immer so viel klicken hier. So. Ach, Alter, ich dachte, jetzt kommen ja hoffentlich Saftkorns. Der Saft der hier. Weil die ziehen uns nochmal 3 ab. Das heißt, wir können ungefähr noch 8 Raupis erledigen. Schon 22, Raupi erreicht Level 5. Yay! Und Pikachu auch 22. Sehr schön. Wir haben jetzt nämlich folgendes Problem. Pokémon-Trainer geben uns mehr EP als wilde Pokémon. Das Problem ist, in der Stadt gibt es keine Trainer. Das heißt, wir müssen zum Trainieren wirklich in den Wiesen rumgrasen. Und hoffen, dass wir ja auf der Art und Weise irgendwie mal an EP kommen. Alternativ könnte man natürlich auch dafür sorgen, dass wir hier einfach mal flüchten.
bis wir auf den Saftkorn treffen. Aber am Anfang hatten wir so schon viele Saftkorns, deswegen hatte ich eigentlich gehofft, dass jetzt hier ein bisschen mehr Saftkorns kommen. Aber mir scheint er nicht so. 22 EPs, naja, nein. Yay, ein Saftkorn! Lego Mio! Wow, war gerade ein Volltreffer. Saftkorn wurde besiegt. Raubt ihr halt 41 EP. Ja, seht ihr. Das ist doch bei viel mehr. Die Frage ist, wie viel brauchen wir, wenn wir eine ganze Menge brauchen. Hey. Oh, Topsy. Ich glaube, den machen wir wieder mit Pikachu fertig. Vor allem, weil das Ding auf Level 8 hat. Das werden wir mit Raupi nie im Leben schaffen. Also. Sorry, wenn ich da jetzt auf welche Träume zerstöre, aber so gut ist Raupi leider doch nicht. Noch nicht. Deswegen. Aber gut, wir haben ja Pikachu. Und der schafft locker. Zumal wir auch zwei Level mit Pikachu über ihm sind. Raupi erreicht Level 6. Na, das geht doch relativ ratzfatz hier. Das geht ja relativ ratzfratz. Ja, genau das. Ein Topsy. Los. Hobby. Aber nee, wir nehmen wieder Pikachu hier. Aua, warum tust du mir weh? Oh, deine gerechte Strafe. Was? Pikachu, ich bin enttäuscht von dir. Scheiße, wir müssen wieder ins Hyperloop. Ja. Erreicht Level 11. Sehr schön. Pikachu versucht Ruckzucki zu erlernen. Aber Pikachu kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine Attacke zugunsten von Ruckzucki vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? So, gucken wir mal ganz kurz. Donnerschock auf jeden Fall nicht. Heuler ist so die useless-ste Attacke, die es gibt. Guten Schlag und Donnerwelle sind aber auch relativ dumm, aber egal, Heuler ist die dümmste Attacke. Deswegen lassen wir einfach mal Heuler verschwinden. Pikachu hat Heuler vergessen und Pikachu lernt Ruckzuckhieb. Ups. Ich finde. Was? Leute, aber noch Eisen versteckt? Und Pokémon wird versteckt. Yay, yeah, Saftkorn! Gut, machen wir hier wieder ein bisschen Speed hier. Volltreffer! Saftkorn wurde besiegt. Raub ihr halt 41 EP. Und schon wieder ein Topsy. Level 6. Okay, wir haben auch Level 6. Sollen wir jetzt einfach mal versuchen, direkt hier, Ich versuche einfach mal. Ah, Sandwürmer. Er legt mich am Arsch. Ja, das war klar. Okay, dann halt nicht. Pikachu, du bist dran. Aua. Warum tut der mir weh? Okay, danach müssen wir erstmal direkt wieder ins Pokémon Center gehen. Raupi 23, Pikachu 23. Sehr schön. Wie viel braucht Raupi eigentlich? Wir sind gerade mal Level 6 mit Raupi. Wir brauchen noch 24 allein für Level 7. Weg hier. Willkommen Pokémon Center! Heil! Ja! Los! Das ging aber mal schlecht. Kommt jederzeit wieder vorbei. Garantiert nicht. Ich mag dich nicht. Du hast... Nee, komm. Lass mal lieber rein hier. Erstens, wir lassen Insider, den keiner kennt. Und zweitens... Nein.
könnten das einige Zuschauer auf die falsche Palme bekommen. So, jetzt bitte ein Saftkorn. Na, war ja klar, kein Saftkorn. Ah. Raubi, mach ihn platt. Volltreffer. Wie immer mit ihrem Fadenschuss, Alter. Können die kein Tackle? Robby hat 22 HP! Yeah! Und ein Dachbord! Buja! Sasuke wurde besiegt! Robby erreicht Level 7! Yes! Hey, oha! Robby entwickelt sich! Eine Premiere! Und jetzt haben wir ein hässliches Saftkorn. Saftkorn lernt Härtner. Ja. Jetzt haben wir auch die uselesseste Attacke der Welt. Daran merkt man, vor dem Herren sind wir alle gleich. Gleich scheiße. So, Robby. Aber egal, die alten Attacken bleiben ja bestehen, von daher können wir trotzdem mit Tackle weitermachen. Was ich ganz in Ordnung finde. Es wäre ja schlimm, wenn es genauso wäre wie bei diesen wilden Pokémon, dass Saftkorn nur Saftkorns attacken kann, also nur Härtner. Und dann hätten wir jetzt auch nur Härtner. Ja. Deswegen auch niemals ein wildes Saftkorn fangen, sondern immer versuchen, einen Raupi zu fangen. Weil Saftkorn bringt euch gar nichts. Das kann nur Härtner und nichts. Deswegen immer einen Raupi fangen, weil das kann nämlich auch Tackle. Und wenn ihr es dann selber zu Saftkorn entwickelt, behält es Tackle. Das ist denn dann doch die etwas sinnvollere Variante. Guck doch mal. Los. Dankeschön. So, ich weiß jetzt nicht, Saftkorn entwickelt sich entweder bei Level 10 oder 12. Das heißt, wir müssen noch mindestens 3 Level schaffen. Aber das sollten wir in der Folge sogar hinbekommen. Oh, Alter, mal dieses Härtner. Das Problem ist, unsere EP. Oh, ja, wenn man vom Teufel spricht. Unsere AP meine ich doch. Wir können nicht mehr angreifen. Du hast keine AP für diese Attacke mehr übrig. Ja. Okay, versuchen wir es mit Härtner. okay. Damit wäre dann unser nächster Gang auf jeden Fall zum Pokémarkt. Na klar. Ein wildes Saftkorn. Saftkorn kann es leider nichts mehr machen. Dann wechseln wir direkt mal zu Pikachu. Hallo, die Wifi. So. Ich weiß genau, dass sie mich nicht mag. Das ist nur gute Miene zu böse im Spiel. Ich habe das Spiel gespeichert. Was? Ich kann sowas? Ich kann mein Leben speichern? Wow. Jetzt muss ich direkt wieder an Sword Art Online denken. Liegt vielleicht auch daran, dass ich gestern erst die vierte Staffel von Sword Art Online geguckt habe. Schaut diesen Anime. Warum ist denn meine Maus hier mit einem Bild? Weg da. Ein wildes Raupi. Saftkorn. Ich will dich. Und One Hit? Dann weiß ich nicht. Dafür ist unser Raupi leider viel zu schwach.
weil wir leider auch keinen Elektrovorteil haben, ne? Dass Pikachu so gut abräumt, liegt da vor allem daran, dass Pikachu halt einen Elemente-Vorteil hat. Aber eben, mit Saftkorn haben wir eben diesen Vorteil nicht. Also das ist ja auch der Grund, weswegen Pikachu am Anfang so gut gegen Taubsi und sowas war. Weil, ne, Elektro ist halt auch gegen Flug effektiv. Oh Mann, die sind immer noch Level 7. Das kann ja, das dauert ja noch ewig, bis wir hier Level 10 erreichen. Hallo, die Waldfee. Ich könnte natürlich noch die ganzen Kämpfe ein bisschen hochspeeden. Aber offen gesagt habe ich darauf nicht so wirklich Bock. Volltreffer! Ich meine, bei Saftkorn gegen Saftkorn, wenn der die ganze Zeit Härten einsetzt, ist das was anderes, weil das dauert wirklich einfach ewig. Aber so normale Kämpfe, die gehen ja eigentlich. Saftkorn erreicht Level 8, na, leck mich am Arsch. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel EP braucht er eigentlich zum nächsten Level wieder? Das ist der Status. 192, das heißt, wir müssen im Durchschnitt 5 Pokémon erledigen. Weil pro Pokémon bekommen wir so 40 EP. Das heißt 5 Pokémon bis Level 10, ne, bis Level 9, das geht eigentlich sogar. Das kriegen wir hin. Gut, außer dass wir hier bei Saftkorn die ganzen EPs, die ganzen APs immer verbrauchen. Alter. 12, 11, 10. Meine Güte. 61. Auch schon wieder. Ja, das wird nicht reichen. 9 EP haben wir, AP haben wir nur noch. Wieso sind wir gerade so gut? Ah ne, schaffen wir trotzdem nichts. Ah ne, ah klar, gerade so schaffen wir es nicht. Ah, Mann. Corner Shot. Buja, Volltreffer. In die Fresse. Das können wir besiegen. 2020, ja. Leider gibt es noch kein Item, mit dem man seine AP wieder auffüllen kann. Später, im späteren Spielverlauf, ist es ja was anderes. Aber jetzt am Anfang gibt es erstmal, ne, das, was man in den Pokémon Centern bekommt an Items. Das wächst quasi von Stadt zu Stadt an. Und ja. In den Städten, wo wir sind, gibt es halt noch keine Items, mit denen man irgendwie seine AP wieder auffrischen kann. Ist traurig, aber ist leider so. Ich meine, gut, so weit entfernt ist das Pokémon Center ja zum Glück nicht. Von daher ist das jetzt auch kein Hals- und Beinbruch. Von daher wünsche ich uns genau diese. Ja, 3 Lieder innerhalb von 3 Metern. Schaut, Pikachu folgt uns die ganze Zeit, statt einfach mal irgendwo in der Ecke zu spenden, einfach zuzugucken. Aber nein. Fun Fact, in dem Anime ist Pikachu nicht das einzige Pokémon, was neben Ash mitlaufen kann, sondern im Anime können quasi alle Pokémon neben den Trainern herlaufen. Bestes Beispiel ist Misty zum Beispiel, die ihren Togepi die ganze Zeit auf der Hand hat. Und auch Ash hat später in, ich weiß nicht mehr welche Staffel, aber ich glaube in Staffel 3 oder 4 oder sowas, keine Ahnung. Bekommt dann ja noch dieses komische eingeschnappte Pokémon, was dann auch mit auf seine Schulter. Aber ich meine, gut, das hier im Spiel,
Wäre vielleicht auch einfach mal zu viel des Guten, wenn hinter uns einfach mal 6 Pokémon mitlaufen würden. Wäre zwar irgendwie witzig, aber wir wollen ja hier kein Snake spielen. Wenn überhaupt noch jemand dieses Spiel kennt. Yay! Level 9! Lol! Ey! Okay, wir brauchen nur noch ein Level. Ein Level. Status. Jetzt können wir 50. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Also nochmal mindestens 5 Pokémon besiegen und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir Level 10 erreicht. In der Hoffnung, dass wirklich ab Level 10 entwickelt. Was? Dass es sich ab Level 10 entwickelt zu Smetmo. Und nicht erst ab Level 12. Weil dann, gebe ich bald auf. Naja, 11 AP haben wir noch. Das sollte für ein, zwei Pokémon reichen. Hallo? Wie wär's damit angreifen? Dankeschön. Aua. Ey, wir bekommen mittlerweile kaum noch Schaden. Wir können uns eigentlich auch mal wieder in die untere Wiese begeben. Gegen Tauzi und sowas kämpfen. Da werden wir garantiert mehr EPs bekommen. Ach so, siehst du, hier oben ist ja noch eine Wiese. Mal gucken, was uns hier erwartet in der Wiese. Okay, hier ist auch Smetbo. Smetbo. Tauzi. Allerdings Level 3 kriegen wir also auch von. Hier. Mann, EP. Ja gut, wir bekommen dafür zumindest auch kaum Schaden. Zum Trainieren ist er vielleicht doch etwas besser. Naja, 23 EP nur. Scheiße. Da ist natürlich nicht so goldig hier. Ich finde es immer cool, wenn die da so nickt, wie sich da ihre Augen mal so. Ich mag Sprite-Animationen. Die sind immer so schön, so einfach, aber dadurch so super schön. Die haben halt ihren ganz eigenen Charme. Taubst sie auch schon wieder nur Level 3? Das gibt's doch gar nicht. Das bringt uns leider nicht so viel. Da brauchen wir ja Jahre, bis wir hier EP sammeln. Frage ist, gibt's hier nur Topsy Level 3 oder gibt's hier noch stärkere Pokémon? Wenn nicht, gehen wir doch wieder zur unteren Wiese. Da was wir wieder machen, Saft kommt, die unsere AP schlucken. Aber schon mal wenigstens mehr EP. AP, EP, KP, GmbH, AB. Ja, okay, alles nur noch Level 3 Topsys. Dann können wir die Wiese hier vergessen. Das dauert ja hier ewig, bis wir hier mal an ordentlich EP rankommen. Ich kann mal schauen, ob wir Level 10 noch in jedem hier in der Folge schaffen. So, jetzt wieder ein Glurak Level 500. Raupi. Aber wieder sind Level 4. Wenigstens Level 4. Und weil die Raupis die ganze Zeit Fahnenschuss einsetzen, kriegen wir wenigstens auch keinen Schaden. Habe ich doch was gesagt? So, jetzt bitte wieder 40 EP. 30? Nee. Wie viel brauchen wir noch?
120. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, keine ewig Leute. 120 EP brauchen wir noch. So, jetzt bitte Level 6. Jawoll. Das finde ich doch mal ein Gegner. Du sollst mir nicht wehtun, du sollst sterben. Ah, scheiße. Das könnte nicht eng werden. Ja, das kriege ich wahrscheinlich so nicht hin. Hertha bringt mir jetzt auch nicht mehr so viel. Ach, Kacke. Ist das nicht dein Ernst jetzt? Nee. Fuck. Muss ich wechseln? Das geht's doch gar nicht. Jetzt rief ich auch über 20 MP pro Pokémon. Das gibt's gar nicht. Das ist doch Verrat. Leider macht uns aber auch mehr Schaden. Hier und außer tut wieder die ganze Zeit Fadenschuss, dann natürlich nicht. Schade. Los, greif an! Yay! 45. Das sollte doch schon die halbe Miete gewesen sein. Ah, 300. Cool, noch zwei Pokémon und haben wir es geschafft. Oh, Level 3. Ah, super. Okay, wir brauchen doch noch 5 Pokémon. Ja, super, jetzt rote Kappe auch ewig. So, weg mit dir, weg, 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 weg. So, noch mit Mitte, bitte ein Level 6 Pokémon. Ein Level 6 Raupi am besten. Ah, da kommt er, easy. Achso, auch nur Level 4. Na, guck, ob's reicht. Bitte. Na, wir kommen jetzt noch zwei Attacken, ja. Nichts geschieht und jetzt hat der letzte Angriff. Booyah! Yay! Das noch erreicht Level 10 und. Bitte, 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 bitte. Hey, das entwickelt sich. Geile Scheiße. Saftkorn lernt Konfusion. Meine Fresse, das war ein langer Weg. Aber jetzt haben wir endlich die Attacke, mit der wir endlich mal Rocco besiegen können, effektiv. Das heißt, wir können in der nächsten Folge direkt Rocco in Angriff nehmen und hoffen, dass wir auf magische Art und Weise vielleicht komplett mit Konfusion durchrennen können. Dass das schon reicht. Zur Not haben wir noch ein paar andere Pokémon. Guck
schon wieder Zeit vorbei. So, das machen wir. Hoffentlich nicht mehr allzu oft, aber wenn dann sowieso erst nächste Folge. Von daher, bis dann.